Douglas! You're late. Are you hurt? I can't move my right leg. I think it's broken. I'll call an ambulance. Wait. I don't think one will come. Don't worry. I'm used to it. You old fool! Getting yourself hurt like that. Sorry. Why did you have to do that for me? What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Yeah, but anyway, something is gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is how a god of mercy acts, I don't want to see any more of him. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? What, you think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides... Yeah? I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid. Got himself shot robbing a bank. But why? Maybe because his pop was a penny that's good for nothing. Who knows? Anyway, I guess now I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like him. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here, and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself? Hey, no problem. Ja, kein Problem, ja. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Silent Hill 3. Ich habe einfach entschieden, einen Cut gerade eben zu machen. Aus dem Grund, dass es hier geschnitten... Oh, jetzt sitzt er da. Und ich mag den Douglas echt. Wenn sie nochmal mit ihm... Ach, sie kann nochmal mit ihm reden. Hey. What is it? I just came by to make sure you're still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. Don't die on me, okay? Oh, sie tut mir leid. Und ich mag den Douglas doch so. Hm.
finden wir denn hier noch was eigentlich? Der Hase ist total zerquetscht. Was? Der Wagen? Was? Der Wagen? Ja. Oh! Dieser Wagen sieht ziemlich schwer aus. Was ist mit der Person passiert, die drin war? Ja, aber echt. Voll schlimm. Ist hier noch irgendwas Cooles zum Einsammeln? Oh, hier ist auch wieder so ein scheiß Karussell. Aber es ist noch nicht das Richtige. Wir suchen natürlich das eklige Pony-Karussell aus dem ersten Teil. Kassenhäuschen für Teetassen-Karussell. Sieht ziemlich normal aus. Und Teetassen-Karussell. Yeah. Mann. Und Monster in der Haus oder nicht? Nicht? Oh, sogar mal nicht. Aber hier kann ich bestimmt irgendwo speichern. Wehe, wenn nicht. Oh, und keine Muni und nichts findet man immer, ey. Nur so ein bisschen Schrott immer. So ein bisschen halt. Sieht aus wie das Gruselkabinett-Türchen. Und das sieht aus wie eine Silent-Hill-Tür. Nehmen wir lieber die Gruselkabinett-Tür. Was muss ich jetzt machen? Welche nehme ich denn jetzt? Die ist offen. What? Ein Verbindungsfehler? Was für ein Verbindungsfehler? Hier ist was. Was ist hier? Huch. Oh. Was hast du da gefunden, Heather? Klient, Claudia Wolf, Auftrag, Suche nach damals Kind, Alessa Gillespie, entführt von Mann namens Harry Mason. Keine Infos von Polizei, Ort der Entführung unbekannt. Artikel aus Alter Science Hill Zeitung, Alessa Gillespie, 7 Jahre alt, stirbt in Feuer. Verbindung zum aktuellen Fall, Untersuchung, Priorität niedrig. Verwendet alias Heather, ich muss niesen. Entschuldigung, Nachbarn kennen den wahren Namen nicht. Was verbirgt sie? Douglas Notizbuch. Ach so. Das sind seine Sachen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Was ist das? Ich weiß nur, dass ich das speichern kann. Puppenkopf. Was ist hier? Einfach nur zum Speichern, ne? Ich will speichern. Ich will auf jeden Fall speichern. Speicher! Speichern! Sie hat irgendwas gesagt. Dieses Symbol, das kenne ich schon, erinnert mich an irgendwas. So. Wir nehmen einfach mal die Kanalisation. Speichern, 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 speichern. So. Sagst du da nochmal was zu? Nee, ich glaube nicht, dass sie das jetzt nochmal wiederholt. Was? Auf dem Tisch ist ein Silberbecher und ein Kerzenständer. Es sieht aus, als hätte es eine Bedeutung, aber ich habe jetzt echt keine Ahnung, welche. Oh ja, jetzt keine Lust zum Nachdenken und so. Oh, ich habe draußen auf meinem Balkon Geräusch gehört. Da hat bestimmt irgendjemand was gemacht, aber ich... Das ist unheimlich, wenn man Silent Hill spielt und in Wirklichkeit gruselige Geräusche kommen. An das Bücherregal komme ich wohl nicht. Silberbecher und so weiter und so fort. Gut, dann konnte man hier speichern. Das finde ich sehr, sehr gut. Du guckst zur Tür, nehme ich mal an. Ne? Ja, du guckst zur Tür. Ist hier noch was? Schickes? Nettes? Schönes? Nein, nichts Schickes, Nettes, Schönes. Dann müssen wir jetzt in die Silent Hill-Welt. Oder so. Weiß auch nicht, wohin. Jetzt gehen wir durch die andere gruselige Tür. Mhm. Hallo? Und ich mit meinem dusseligen Katana. Ah, oh. Der Vergnügungspark geht weiter. Alles klar. Gar nicht unheimlich. Da sind Pilze. Es ist aber so ein Märchenwald hier. Hier ist ein Märchenwald. So, pass auf. Aschenputtelpuppe. Pass auf. Da können wir der jetzt bestimmt den Schuh geben. Schuh. Roter Schuh. Zack. Und die? Was soll die kriegen? Schneewittchenpuppe. Ein Apfel natürlich. Wo finde ich den Apfel? Keine Ahnung. Weder Knauf noch was weiß ich. Geht nicht. Finden wir denn hier einen Apfel? Geht die Tür denn jetzt auf? Nee, auch nicht. Ist der Apfel hier irgendwo? Dann muss der Apfel doch hier irgendwo sein. Ist das einer dieser roten Pilze? Du guckst doch hier irgendwo hin. Hier, guck mal, da liegt was auf dem Boden. Was denn? Da liegen Fotos auf dem Boden. Was ist das? Ach so, der Hinweis. Sind das Fotos von diesen Puppen? Aschenputtel links und Schneewittchen rechts, aber irgendwas stimmt nicht. Ja.
Vielleicht, weil da was fehlt. Roter Apfel, wo bist du? Da ist der Schuh. Ist das der rote Apfel? Sieht alles so. Finde ich den roten Apfel denn jetzt? Habe ich den draußen irgendwie vergessen? Ich habe keinen Bock, jetzt zurückzurennen. Haben wir irgendwas Ähnliches? Ach, vielleicht den Puppenkopf. Ach, der Puppenkopf. Schneewittchenzahn, ja super. Ja, dann kannst du ja jetzt losgehen, wa? Das geht nicht, aber die andere Tür vielleicht? Die andere Tür. Gar nicht gruselig. Wow, voll der Riesendino. Das ist der Drache, der die Schatztruhe bewacht. Ein Drache. Ist nur ein Requisit und macht mir überhaupt keine Angst. Mir würde hier alles Angst machen. Selbst die einfachsten, süßesten Sachen machen mir hier Angst. Pff. Die ist viel zu tough, die Heather. Welche Tür nehme ich? Die. Okay. Hallo? Alles klar. Was war mit der Tür? Ging nicht. Okay, dann muss ich ja hier durch. Einfach mal laufen. Shit. Shit. Ah. Einfach mal stehen bleiben mit den ganzen Monstern. Dahlia hat es gesagt, sagte, dieses Mädchen sei eine Dämonin, dass sie meine Tochter als ein Opfer nahm. Aber es ist nicht rundweg glaubhaft. Ich meine, der Schein kann trügen. Als ich das Foto im Krankenhauskeller sah, dachte ich, das Mädchen sieht aus wie Cheryl. Habe ich deshalb solche Gefühle? Hier stimmt jedenfalls etwas nicht. Dabei kommt nichts Gutes raus. Aber ich kann sie mir einfach nicht als eine Dämonin vorstellen. Bilde ich mir das nur ein oder tut sie mir tatsächlich leid? Warum kommt es mir so vor, als würde sie jemanden suchen, der ihr hilft? Für mich ist nur Cheryl wichtig. Alles andere kann warten, bis ich sie zurückbekomme. Am Ende ist ein Datum und eine Unterschrift. Das Datum ist vor etwa 17 Jahren und die Unterschrift lautet Harry. Papa? Ja, Papa. Eine Eisdiele. Niemand drinne. Batterie. Batterie. Sachen. Monster. Alles. Ah! Hilfe. 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 Ich weiß nicht, ob ich hier durch soll. Bin ich richtig? Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Erste-Hilfe-Kasten. Popcornwagen. Hier ist alles gruselig, unheimlich, unheimlich. Hier ist alles gruselig und unheimlich dazu. Hi. Nein, ein Karussell. Wenn ich da raufgehe, dann passiert bestimmt was Schlimmes. Kann ich nochmal speichern? Nein? Warum nicht? Ich speichere. Manu. Manu. Das ist unfair. Wenn ich jetzt sterbe, was dann? Mann, oh, dann sterbe ich. Ja, toll, dann muss ich alles nochmal machen. Scheiße, ist das unheimlich. Nein, jetzt fängt das auch noch an, sich zu drehen. Nee. Kacke. Und ich erinnere mich noch voll an... Was ist hier? Es ist das einzige Pferd, das sich nicht bewegt, weil ihm der Kopf in den Kopf gestochen wurde. Aha. Ja, aber steht doch was. Und eine Notiz wurde mit einem großen Nagel an das Pferd geheftet. Wenn 13 Umdrehungen sich 4-mal drehen, wird ihr Fluch dich töten. Willst du entkommen, gibt es nur einen Ausweg. Um zu töten, bevor du getötet wirst, du wirst durch den 12. Tod gerettet. Ja, wo ist sie denn? Kann ich sie denn töten? Moment, ich glaube, man konnte das machen, wenn man die Pferde tötet. Die Pferde irgendwas. Was war mit den Pferden? Wie ging das noch?
Ah, okay. Ich muss alle Pferde runterkriegen. So war das. Mach zu. Seh zu, seh zu. Das ist voll eklig. Das ist voll abartig. Komm her. Komm, bevor 13 Mal das Ding rum ist. Immer drauf kommen, auch wenn es eklig ist. Komm, 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 komm. Sieh zu. Wir haben viel zu viel Zeit schon verloren mit dem Leben. Habe ich jetzt alle? Nee. Mach, 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 mach. Ich will nicht sterben. Mach, ich will nicht sterben. Ich weiß nicht, wie viele Umdrehungen das Karussell schon hatte. Ich glaube, das ist das Letzte. Mach zu, mach zu, mach zu. Ich glaube, ich habe alle. Oder? Ich habe alle. Oh oh. Ich habe was gehört. Sie guckt auch irgendwo hin. Warum bewegen die sich jetzt wieder? Was? Oh nein. Oh nein. Habe ich es geschafft oder nicht? Oh oh. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Scheiße. Oh, 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 oh. Heathers dunkle Seite oder sowas, könnte man sagen. Ich nehme natürlich erstmal die Fernkampfgeschichten und baller einfach mal drauf, wenn ich kann. Wo ist sie denn? Wo bin ich überhaupt? Was? Scheiße. Steh auf. Steh auf und lauf. Oh Gott. Hilfe. Von wo kommt sie? Bist du auf der Seite? Wie viel hat sie schon eingesteckt? Es geht noch. Kommst du mal von hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Scheiße! Jetzt steht sie direkt vor mir. Nimm mal den Elektroschocker, genau, warum nicht? Der geht schnell gerade und sie steht gerade vor mir. Ja, geht doch. Das war gar nicht schlecht.
Mama. Ja. Könnte man auch so vielleicht schaffen. Will ich aber nicht unbedingt. Im Moment geht's sogar noch. Warte, ich glaube, die muss ihn neu laden. Oder so. Ich weiß nicht, was ich hier am besten mache. Neu laden. So, lauf mal. Ja, das war unsere Elektroschocker-Runde. Genau. Jetzt nehmen wir mal wieder unser... Ja, was nehmen wir? Ist da noch was da? Da ist aber noch ein bisschen Muni drin. Machen wir. Wo bist du? Da bist du. Okay, jetzt ist meine Muni alle. Jetzt brauche ich auf jeden Fall was anderes. Scheiße, das geht nicht. Pistole. Treffe ich überhaupt? Ah, okay, jetzt. Jawohl. Ja. Oh, ich brauche aber mehrere Runden. Nein! Jetzt hat sie eine Wumme. Scheiße, okay. Nein! Nein! Steh auf. Heather, Heather, Heather. Kein guter Augenblick, um liegen zu bleiben. Lauf. Oh, ich hab... Scheiße, okay. Ich glaube, das war auch so. Sie hat irgendwie immer die... Nein! Ich habe zwei genommen. Nein! Wollte ich gar nicht. Egal. Oh Mann. Das war gut. Lauf wieder rum. Das war gar nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen so drei Runden oder so überstehen. Oh Gott. Ich habe aber ganz schön viel Muni verbrezelt. War gut. Jawohl. Zweimal. Wo ist sie? Nein! Dann nimm den Elektroschocker wieder. Nimm den Elektroschocker. Oh Mann, das bringt gar nichts. Oh, dann nimm eine Katana. Katana? Geht das? Ja! Oh. Oh Mann, mach! Scheiße. Geht nicht. Jetzt. Ich weiß nicht, was sie jetzt finde. Ich habe keine Ahnung, was die Frau jetzt rausholt. Ich habe schon wieder zwei genommen. Das will ich doch gar nicht. So eine Scheiße. Ich drücke immer zweimal. Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen blöd. Was hat die jetzt für eine Waffe? Oh oh. Ein Rohr. Ah!
Hannover gar nicht schlecht. Dafür, dass ich hier mit Handwaffen arbeite. Irgendwie jage ich eher sie als sie mich. Das können wir auch umdrehen, den Spaß hier. Komm mal her. Nein! 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 Oh mein Gott, sie hat ein Maschinengewehr! Sie hat ein Maschinengewehr! Nein! Nein! Scheiße! Ich bin gestorben! Oh, hätte ich mal ein Heilmittel genommen. Ich bin so weit gekommen, ihr habt's gesehen. Mist, Mist, Mist! Oh, ich bin so weit gekommen. Scheißendreck. Ja, aber vielleicht bin ich im nächsten Kampf bin ich auch ein bisschen vorsichtiger dann mit meinen Vorräten und so und mache nicht so blöde Fehler. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Ich versuch's dann nochmal. Bis dann. Ciao.